würde Bowser Jr. nicht noch die Koopas rausschicken, könnte Mario gar nicht gewinnen. Ja, das stimmt. Aber das ist doch bei allen... Ich glaube, bei jedem Bossgegner in der Videospielgeschichte ever. Das ist eine gewagte These. Aber ich glaube trotzdem, bei jedem ist das, glaube ich, so, wenn der Angriffsmanöver XY nicht machen würde, dann wäre er unbesiegbar. Immer das Gleiche mit diesen Bossen. Die haben immer diese eine Schwachstellenattacke, die sie aber dann trotzdem in regelmäßigen Abständen oder unregelmäßigen manchmal machen. Wo ist denn der letzte Eingang? Ich habe nicht aufgepasst. Ich hätte vielleicht zuhören sollen, was sie sagt. Das hätte vielleicht geholfen. Aber bin ich hier zum Lesen oder wie? Ich glaube, da oben kann ich noch nicht hin. Warte mal, ich habe sogar gesehen, wie sie aufgeht. Da ist sie, das Schlafzimmer. Na also. Feindliche Basis entdeckt, na dann. Wo ist der Eintrittsstern? Fangen wir mal an mit 24. Könnt sogar schon zu Bowser hier. Also zu der Galaxie. So, gehen wir erstmal in die... Gehen wir erstmal in die... Drück endlich mal A und nicht B-Galaxie. So. Der Windgarten. Ja, der hat einen Soundtrack. Das nenne ich einen Soundtrack, wo wir jetzt gleich hinkommen. Hasen jagen. Na dann, hagen wir Jasen. Hab dich. Gewonnen. Echt nicht genau, wo ich hin muss, aber ich glaube, wir sind richtig. Es sind nur so viele, das irritiert mich, dass da so viele Inseln sind, die aber, glaube ich, irgendwie vollkommen optional sind, oder? Ich kann mir die auch einfach sparen. Oh, das ist jetzt ein bisschen doof. Ah, nee. Glück gehabt. Glaube ich zumindest. Was machen wir denn jetzt hier? Na das. Na dann. Robbie Robson! Danke fürs Abonnieren. Hallo! Willkommen. Wie geht's? Naja, das weiß ich jetzt auch nicht, was uns das jetzt bringt hier. It's a trap. Hier ist die echte. Was ist das hier jetzt? Warum ist da ein böser Käfer? Fragen über Fragen. Ah, warte mal. Ich schieß mal Flunsal drauf. Na, also. So, endlich sind wir in dem Hasenfanglabyrinth. Hab dich. Du bist. Glaubst du, du kannst mich fangen? Schauen wir mal. Autsch. Der schummelt. Habt ihr das gesehen? Der läuft einfach voll durch die Hecken. Der läuft einfach voll auf die Hecken. Spinnt der? Das ist illegal. Das kann er doch nicht machen. Der, also, jetzt reicht's mir aber, Hase. Hey, extra Leben. Danke. Cool. Ich komme nicht raus. Ich sollte aufhören zu springen.
Da fehlt mir jetzt der Hechtsprung, aber den gibt's hier, glaube ich, wirklich bei Galaxy nicht mehr, ne? Der wäre jetzt gut. Na gut, ich laufe einfach. Ich versuche keine fancy Sprünge. Ich laufe dem einfach hinterher. Wahrscheinlich funktioniert das am besten. Na also, sage ich doch. Wie spielst du das Ding eigentlich ohne Wiimote mit Pro-Controller? Oder wie spielt es sich? Eigentlich echt super. Also wirklich. Es passt eigentlich perfekt. Ich habe schon gesagt, die Bewegungssteuerung, die verrutscht immer wieder. Die muss man ständig zentrieren, weil die ist nie da, wo sie sein soll. Aber abgesehen davon ist es super. Und die Bewegungssteuerung braucht man so selten, dass das auch nicht großartig stört. Und mit der Schultertaste kann man die jederzeit einfach schnell justieren. Da gewöhnt man sich recht schnell dran. Gehen wir nochmal in die Windy Gardens. Eisvulkan. Ich glaube, an die kann ich mich erinnern. Die ist mies. Bleiben wir noch ein bisschen in Windy Gardens. Okay. Überzeugt. Aber es ist ja nicht mal eine Attacke. Das passiert auch permanent. Du meinst mit den Koopas. Ja, ja, genau. Ja, aber so sind Bossgegner. Ich glaube, Videospiel-Bossgegner haben so eine Art Ehrenkodex. Die müssen den Protagonisten eine faire Chance lassen. Die haben da alle miteinander einen großen Videospiel-Boss-Vertrag unterschrieben. Sonst werden die aus der Videospiel-Antagonisten-Gilde geworfen. Und dann profitieren sie nicht mehr von der Zahnersatzversicherung der Videospielantagonisten. Glaube ich. Habe ich mal irgendwo gelesen. Im Wahrheitsmagazin der Ehrlichkeit. Also muss es stimmen. Oh, das sieht gar nicht so gut aus hier. Ich glaube, ich stürze ab. Mario? Was haben wir getan? Bin enttäuscht, Mario. Gib dir die Schuld, ganz allein. Mir kann es nicht liegen. Das finde ich echt schwer, in diesen Windströmungen hier zu bleiben. Aber wenn man es mal ein bisschen gecheckt hat, glaube ich... Ja, genau. Kriegen wir schon hin. Bling, bling, bling. Und was passiert dann, wenn ich hier stampfe? Nicht viel. Ich verstehe schon. Die haben hier nur diese Stampfponöbel hingemacht. Guck, das ist gutes Game Design. Hier sind Stampfponöbel, die wir schon aus früheren Level kennen. Und die sind nur da, damit ich stampfe und sehe, wie dann der Gegner, der sich den Boden durchbuddelt, rauskommt. Das ist gut. Kein Tutorial, kein Text. Einfach intuitiv lernen. Das ist, so muss das sein. Ich bin stolz auf dich, Nintendo. Das macht Nintendo wirklich schon seit 30 Jahren perfekt. Dieses intuitive Tutorial. Na gut, die Zelda-Tutorials sind teilweise dann doch ziemlich lang. Naja, Tutorials stimmt ja nicht. Es sind die Intros eher. Bei Breath of the Wild aber auch nicht mehr. Aber gerade so die Mario-Spiele und die Metroid-Spiele und so haben das schon immer fantastisch gemacht. Fantastisch. Puh, das war knapp. Einer hätte mich weggepupst hier. Muss ich irgendwas machen? Ja, ich glaube, ich habe mich hier festhalten können. Ah, das wäre wahrscheinlich ein geheimer Stern gewesen. Naja, Chance verpasst. Bisschen zu spät reagiert. What? Das Spiel ist manchmal ein bisschen eklig.
finde auch ein bisschen weird, dass ich da so Holzstämme in die Äpfel treibe und damit den Wurm aufspieße, damit er den Apfel verlässt und den anderen Äpfel und so. Es ist weird einfach. Kann man nichts sagen. Anderes, als dass es einfach ein bisschen seltsam ist. Man kann es auch einfach, man könnte auch sagen, es ist einfach sehr kreativ in seiner Darstellung. Oder so. Aber anscheinend findet der Wurm das nicht gut. Ich weiß nicht genau, ob das so nett ist, Mario. Vielleicht sollten wir damit aufhören. Tschüss, Wurm. Nix für ungut. Ich höre schon auf. Ja. So, dann retten wir den Hasen. Oh oh. Bosszeit. Okay, eine normale Stampfattacke reicht hier nicht. Wir brauchen eine super Stampfattacke. Hä? Ist das keine Plattform? Warum sieht denn dann so aus wie eine Plattform? Sehr seltsam. Was müssen wir denn wirklich machen? Ich weiß es nicht. Vielleicht haue ich ihm die Bommel drauf. Aber es sind irgendwie... Nee. Maulwurfkerl, was machen wir jetzt mit dir? Manchmal kommt er raus aus seinem Loch. Vielleicht muss ich darauf warten. Schauen wir mal. Ich begleite ihn mal ein bisschen. Ah, okay. Das ist nicht so gut gelaufen. Au! Ich wollte doch eigentlich mal... Ah. Aha. Na also, wusste ich's doch. Hau ihm eins auf die Nase. Ja, in die Augen am besten. Okay. Hier bleiben, ich muss dich hauen. Oh oh, Angry Mode activated. Achso, okay. That escalated quickly. Stehen bleiben. Danke. Dabei hatte er einen blauen Panzer als Helm. Hätte er den mal aktiviert, wäre ich erledigt gewesen. Aber dann hätte er keinen Hut mehr. Und ich wollte das deswegen nicht. Er ist gezeichnet. Nee, der sagt mir nichts weiter dran. Da gibt es eine Reihe mit einem Assistenten für Videospielbosse. Ah, okay. Vielleicht gönne ich es mir doch zu Weihnachten. Es ist schon echt eine schöne Sammlung. Wie gesagt, wie schon öfter gesagt, jetzt mit Sunshine kann ich wirklich, komme ich nicht mehr klar. Aber 64 ist ein schönes Spiel und Galaxy ist wirklich super gut. Immer noch. Ja, komm, holen wir uns den letzten Windy Garden Spielstern auch noch. Spielstern, zumindest Standardstern. Wahrscheinlich gibt es ja noch einen geheimen. Und einen Meteoriten. Oder Sternschnuppen. Stern oder wie auch immer. Oder was auch immer. Oder warum auch immer. Oder so. Yes! Ist wirklich so. Nein, ich habe, glaube ich, die falsche Taste gedrückt. Anscheinend. Ich habe die Instant-Death-Taste gedrückt. Okay, aber jetzt. Jetzt drücken wir die richtige Taste.
Das war, glaube ich, echt. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, die Münzen wollen mich in den Tod schicken. Ich glaube, ich halte mich lieber an den Wind. Das ist halt wirklich mit der Steuerung echt ganz gut, weil diese Wirbelattacke... Also ich glaube, ich habe es ehrlich gesagt nie getestet, aber ich glaube mit den beiden Standard-Controllern, das spielt sich das Spiel sowieso wie auf der Wii. Aber mit dem Pro-Controller ist diese Wirbelattacke jetzt auf einen Knopf gelegt und nicht mehr durch Bewegungssteuerung. Kann man schon noch durch Bewegungssteuerung auslösen, merke ich gerade, aber muss man nicht mehr. Und das finde ich sehr viel besser sogar, sehr viel angenehmer. Ich bin einfach kein Freund von Bewegungssteuerung, wenn sie noch so gut ist. Das war damals echt faszinierend, aber ich finde es einfach nicht mehr gut. Es ist einfach doch ungenau und nicht so... Es ist einfach die Hölle. Es ist die Hölle. Nee, Quatsch, aber ich mag es nicht. Es ist ein Gimmick, das teilweise echt nett ist. Aber es kann so eine exakte Controller-Steuerung halt nicht ablösen. Und das hat es teilweise versucht zu Wii-Zeiten. Und das war das Problem. Ah, ich dachte, da kommen wir vielleicht dran. Na, komm schon. Das sieht aber so aus, Mensch. Verdammt. Na, scheinbar nicht so leicht. Yes! Ups, das wollte ich gar nicht. Okay. Das ist schon cool hier. Das hat mir schon immer gut gefallen. Diese Gravitationsgeschichten machen teilweise keinen Sinn, sind aber einfach wirklich sehr cool gemacht irgendwie. Wow! Oh Gott, ich glaube, ich habe eine stabile Umlaufbahn mit Mario erreicht. Das wollte ich nicht. Wie komme ich denn dahin? So nicht. Dann muss ich, glaube ich, von der goldenen Scheibe eher weg. Springen. Na komm, Steuerung. Jetzt mach hier nicht Probleme noch schnell. Ah! Dammit. Von unten geht es komischerweise leichter. Viel leichter sogar. Jetzt muss ich kurz warten, bis das Energiewubbel weg ist. Ah, ich komme nicht ran, Mensch. Muss ich doch von der... Aber es sieht ehrlich gesagt so aus, als würde ich da nicht... Oh, ich sollte nicht mehr so viel rumblödeln. Aber so komme ich nicht ran. Da muss ich, glaube ich, doch von der... Ding springen, von der Lanze. Wenn man Galaxy noch nicht gespielt hat, kann ich die Collection schon allein wegen Galaxy empfehlen. Das stimmt. Ich glaube auch, dass das auch echt noch einfach immer noch zeitgemäß ist. Guter, immer noch guter Plattformer. Ah, tatsächlich. Naja, das war leichter als ich dachte. Weil ihm wirkte stellenweise einfach so, als würde man einfach nur leicht über die Erdatmosphäre, leicht über der Erdatmosphäre sein. Nicht direkt im Weltall. Ja, es fühlt sich wirklich gut an, finde ich auch, diese Gravitation. Es ist lustig, macht Spaß. Fühlt sich cool an. Es ist so schade, dass es so teuer ist. Bei 40 Euro würde ich nicht überlegen. Ich finde auch, da, also zumindest im Galaxy 2 hätten sie da schon noch mit reinpacken können für Vollpreis, finde ich. Das wäre wirklich nicht zu viel verlangt. Schade. Normalerweise würde ich sagen, mir wurscht, aber wenn ich mir unsere aktuelle Lebensenergie so anschaue, dann nehme ich den gerne noch mit hier.
Aber das ist halt einfach Nintendo. Die verlangen für ihre Retro-Spiele schon ordentliche Preise. Das ist schon, wenn man das mit anderen vergleicht, nicht schlecht, was die da teilweise noch verlangen. Ich verstehe. Nee, bereuen tue ich es auch nicht für den Preis, für den Vollpreis quasi, aber trotzdem. Mario Galaxy 2 hätte schon sein dürfen. Noch dabei. Ich meine, so ist es jetzt nicht mal eine echt vollständige Mario 3D Collection. Aber es fehlt halt das eine. Ich meine, Odyssey fehlt theoretisch auch, das stimmt. Aber dass Odyssey jetzt nicht mit dabei ist, kann ich noch verstehen. Also die 3D Worlds rechne ich immer als eigene Reihe so ein bisschen. Deswegen vermisse ich die jetzt nicht. Für mich gibt es quasi so die 2D Marios, die 2.5D Marios und die 3D Marios. So Mario, was machen wir jetzt hier? Das ist jetzt die Frage, ne? Weiß er auch nicht. Machen wir mal die ganzen Zapfen kaputt, das ist immer gut. Oder reden wir mit dem Pinguin? Hey Opa, übst du auch Eisrutschen? Lass uns gegeneinander antreten. Und sollten wir nicht vorher irgendwie Regeln klären oder sowas? Gibt es irgendeine Gewinnbedingung oder soll ich dir einfach nachskaten oder so? Ha, gewonnen, würde ich sagen, oder? Ich habe keine Ahnung. Edge Badge, sagt er. Ach, soll ich ihn fangen? Na gut, dann machen wir das halt. Jetzt verstehe ich. Da würde ich aktuell wahrscheinlich eher bereuen, ein Spiel für die neuen Konsolen für 80 Euro zu kaufen. Das muss ich auch echt sagen, dass ich mir jeden Kauf von einem Vollpreisspiel jetzt auf den neuen Konsolen, wenn die wirklich 80 Euro kosten, sehr genau überlegen werde. Ich habe mir schon bei 60 Euro das wirklich gut überlegt, weil ich das schon einen ordentlichen Preis finde. Und nee, 80 Euro ist schon echt krass, oder? Finde ich schon auch heftig. Da bin ich dann mal gespannt, ob der Absatz dann so hoch ist wie erwartet und nicht doch wegen dem Preis zurückgeht. Ich bin da auch gespannt, wie sich das entwickelt. Ich frage mich auch, ob da... Ich meine, rein theoretisch denke ich mir, dass halt dann wahrscheinlich die Leute weniger Spiele kaufen können einfach, weil es halt ein Unterschied, ob ich mir im Jahr 12 oder 24 oder wie viel auch immer 60 oder 80 Euro Spiele kaufe. Und das geht halt dann einfach nicht. Wenn die irgendwie um 30% teurer werden, stimmt das? Dann kann ich mir auch 30% weniger Spiele kaufen. Naja. Mal abwarten. Noch dazu finde ich diese Preiserhöhung krass, wenn man eben zum Beispiel sich den Game Pass anguckt oder ähnliche Angebote, aber der Game Pass ist halt aktuell da schon der Spitzenreiter. Weil... Ne, der hat halt... Also... Ne? Da passt halt, finde ich, so die preisliche Wahrnehmung von Videospielen nicht mehr zusammen. Dass man einerseits 80 Euro für ein Spiel zahlen soll und dann kommt der Game Pass und sagt, ja hier, 80 Euro, dafür kriegst du bei uns im Jahr
quasi hunderte von Spielen. Das ist schon komisch. Ich frage mich, wie das sich entwickeln wird, weil so wie es jetzt ist, glaube ich, ist das ein komischer Spagat, der so wahrscheinlich nicht bleibt. Glaube ich zumindest. Mal abwarten. Ja, Musik. Ich weiß ja nicht, was ich hier tun soll. Stress mich nicht. Ich glaube, ich habe einen Geheimgang gerade entdeckt, oder? Das ist, glaube ich, nicht so gedacht. Also nicht der Standardweg, aber ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall sind wir jetzt Feuer Mario. Und jetzt können wir Schneemänner brutzeln. Sind wir ein eingefrorener Feuer Mario. Interessante Kombination. Ich glaube, ich brauche Feuer Mario da oben nicht mehr. Weil sonst. Weiß nicht, ob ich den Schneemann jetzt kaputt machen müsste. Weil dann müssen wir nochmal schnell runter. Darf ich nicht so viel Zeit verplempern. Nein! Ach so, doch. Ich dachte schon, da ist keine Feuerblume mehr. Das wäre ja gemein gewesen. Das wäre sogar super gemein gewesen, weil dann muss ich mich umbringen oder das Level neu starten oder so. Ich hätte gern Lebensenergie. Danke, Spiel. Du weißt einfach, wie man seinen Spieler glücklich macht. Okay. Mario, mach keinen Blödsinn, bitte. Danke. Oh, ich wollte schon sagen, hey, ich dachte schon, ich muss die Blume bis hier oben behalten. Das wäre echt nicht leicht gewesen. Aber nee. Einfach durchlaufen, Mario. Einfach durchlaufen. Jawohl, da haben wir viel Zeit gespart mit der Aktion. Nicht. Weg hier. Ignoriere die Eisfledermaus. Eisfledermäuse sind doof. Mögen wir nicht. Und jetzt Lebensenergie. Weiter geht's, Mario. Weiter geht's, vorsichtig. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, die Spinnen. Warte mal, hier können wir abkürzen, Mario. Wir sind nämlich ganz schlau. Yes! Bester Abkürzung, Shortcut, super Trick ever! Der gute alte Feuer, Mario. Ja, das stimmt. Find's auch ziemlich krass, von 60 auf 80 Euro zu erhöhen. Naja. Naja, der Konsolenpreis ist schon okay für einen PC mit einem mit den Komponenten. Zahlt man fast dreimal so viel. Ach, ja, von den Konsolen selbst. Das finde ich auch in Ordnung. Also ich finde gerade wirklich, ohne Witz, die Xbox Series für 300. Ich bin so begeistert von dem Ding. Ich meine, ja gut, kann kein 4K darstellen, aber darauf kann ich echt eigentlich verzichten. Weil wirklich, ich finde der Unterschied zwischen 4K und HD ist so minimal. Da kann ich wirklich drauf verzichten. Vor allem, wenn das wirklich ein 200-Euro Hardware-Unterschied ist. Und ansonsten kann das Ding alles, was die großen Konsolen können. Das ist wirklich... Ich gucke sie gerade im Regal an, ganz verliebt. Deswegen gucke ich so ins Leere. Die ist wirklich einfach super. Wirklich, die Series S ist wirklich super. Für 300 Euro eine absolut vollwertige Next-Gen-Konsole ohne 4K-Unterstützung. Ich bin wirklich begeistert von dem Ding. Finde ich wirklich gut. Die ist halt nicht so over the top wie die großen Konsolen quasi, wie die Series X und die PlayStation 5. Und wie gesagt, ich finde 4K wirklich nicht
zwingend notwendig. Alles andere als zwingend notwendig. Und wenn das wirklich der einzige Abstrich ist und auch bleibt, und wenn die auch weiterhin alles gut, flüssig mit 60 Frames abspielen kann, ohne Einbrüche, ohne Probleme, und so ist es aktuell, dann ist das, würde ich immer die Series S empfehlen, eigentlich, zum aktuellen Standpunkt jetzt, Zeitpunkt jetzt. Das ist schon super. Bling. Schade, dass der Sony nichts Ähnliches hat. Ich meine, die PlayStation ohne Laufwerk, da spart man ein bisschen. Aber, das ist ganz wichtig, das sollte man echt bedenken, im Shop, im digitalen Shop der PlayStation, bleiben die Spiele in der Regel immer auf 80 Euro. Es gibt da auch Rabattaktionen und so weiter, das schon, aber die bleiben auf Vollpreis, während die Preise in den Läden oder bei Amazon teilweise innerhalb von Wochen massiv abfallen. Und nach ein paar Monaten kriegt man die Spiele da teilweise zum halben Preis. Und das ist digital nicht so. Also, wenn es um das geht, wenn es um um Geld sparen geht, würde ich mir dann doch eher die PlayStation, wenn es um die PlayStation geht, und die PlayStation mit Laufwerk holen, weil die 50 Euro oder sind es 100 Euro, die man da spart bei der Konsole, die zahlt man so schnell wieder auf die Spielpreise drauf. Weil da kosten halt Spiele auch nach 3 Jahren noch Vollpreis im digitalen Store. Und ohne Laufwerk bist du drauf angewiesen. Und das würde ich mir gut überlegen vorher. Bei der Series S ist es bei mir halt jetzt so, dass abgesehen von einigen wenigen Spielen wahrscheinlich, sehr wenige Spiele, der Game Pass halt für mich hier einfach das Ding zur super Videospielplattform macht. Und da, brauche ich kein Laufwerk dafür. Aber bei der PlayStation würde ich da schon, da spart man viel Geld auf lange Sicht. Naja. Na, aber ich finde, also wirklich, ich finde der Unterschied zwischen 4K und HD, ich habe das mal getestet, weil man kann ja die PlayStation auch einfach runterstellen, dass die nur auf HD sendet. Und ich merke da, der Unterschied ist minimal, finde ich persönlich. Und wie gesagt, ein 200-Euro Preisunterschied. Da überlege ich nicht lange, theoretisch. So, gehen wir hier mal in das Bowser-Level, oder? Na gut, gehen wir einmal in die Wüsteninsel. Das machen wir.